So, ich nehme euch nochmal mit. Da habe ich gerade einen Einstieg verpasst hier unten. Da versuche ich nochmal long zu gehen. Wir haben jetzt hier, sind im long Bereich, 5 Minuten, 1 Minuten Chart. Und hier hat er die Korrektur. Wenn er die jetzt nach oben geht, da bin ich long. Jetzt schaut er mich schon aus. Okay. Gut, dass ich den Stop so eng hatte. Das war ein Fehlversuch. So, die nächste Variante wäre der Ausbruchspunkt hier vorne oder der Stochastik im überkauften Bereich. Da ist aber auch eine Zone, wo ihr dann nochmal drehen könnte. Im Abwärtsrand sind wir ja übergeordnet. Dann gucken wir mal. Nehme ich euch gleich wieder mit. So, dann nehme ich euch mal wieder mit. Bin hier oben nochmal eingestiegen. Leider doch zu spät. Ich wollte eigentlich hier unten einsteigen, habe ein bisschen Slippage gekriegt. Gucken wir mal, ob der Trade aufgeht. Bisschen Spielraum müssen wir dem geben. So. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn er zumindest die Linie hier antestet. Wäre das nämlich dieser Bereich, wenn wir uns in dem Bereich nämlich immer das Volumenprofil einzeichnen. Haben wir hier oben nämlich auch den VPOC. Hier haben wir den POC, hier haben wir den POC. Da gucken wir mal. Das sind so meine Zieltage dafür. Wenn er nicht hier jetzt schon abhalten, ne? Dann müssen wir da mal gucken. Aber noch ist alles long. Sind seine Ausbruchszone, müssen wir mal gucken. Nehme ich euch gleich wieder mit. So, ich dachte schon, er stoppt mich jetzt gleich aus, so wollte ich euch mal mitnehmen. Gucken wir gleich mal. Aber dann kommen wir auch gleich im überkauften Bereich, verkauften Bereich. Da sind wir raus, okay. So, also das kannst du heute nur mit einem Kontakt traden. Also das ist so volatil. Schaut mal hier, mit einem Kontakt bin ich jetzt in der kurzen Strecke schon 630 im Minus. Das ist natürlich schon heftig, aber den Stop muss ich so weit lassen, weil der so volatil ist. So, jetzt haben wir natürlich dort eine starke Zone, die mir so nicht gefällt. Und das könnte natürlich dann Trendumkehr sein. Da müssen wir mal gucken. Also wenn dann die Kerze nach oben bricht, der hat dann Tiefpunkt gebrochen, dann würde ich noch mal reingehen. Da versuche ich es noch mal. So, wäre natürlich schön, wenn jetzt die 200 holt. Hätte ich zumindest 400 Profit gemacht. Unter der Kerze würde ich jetzt schon mal stoppen. Ihr habt es gesehen, ne? Break-Even macht noch keinen Sinn hier, Break-Even zu setzen, weil er nochmal hin und her das Ganze hier antesten kann. Sollte aber das Hoch rausbrechen, würde ich auf Break-Even setzen. Gut, dann nehme ich euch gleich wieder mit, wenn hier was passiert. Gut, da stoppt er mich gleich aus. Jawohl, da stoppt er mich aus. Sind wir bei 855 minus. So. Was ich natürlich jetzt machen kann, ist. Ja, da versuche ich es nochmal. Was ich natürlich jetzt machen kann, ist die Zieltargets kleiner setzen, dass ich aus der Verlustzone rauskomme. Hört sich blöd an, aber ist so. Weil mit einem höheren Volumen würde ich jetzt nicht reingehen. Also so volatil, sonst komme ich ganz schnell auf die 2.000-3.000 Euro. So, vielleicht sehen wir jetzt den Breakout.
Da sehen wir den Breakout. So, das können wir mal aktualisieren. 45 Ticks, 120 Ticks, seht ihr wie. Aber den Stop muss ich da unten setzen, weil da geht die Idee nicht mehr auf. Oder das geht die Idee nicht mehr auf. Also da hätte er auch weiter runter gehen können. So, jetzt haben wir eigentlich Zieltarget Nummer 1. Setzt jetzt hier Break-Even. Falls er da wieder abprallt. Er zieht weiter. Dann würde ich mir das wie vorhin machen. Im ersten Video. Da sind die 200 Ticks. Mein Stop-Loss, Take-Profit setze ich weiter höher. In der Hoffnung, dass er dann doch weiter nach oben zieht nochmal. Sollte er hier oberhalb aber Probleme machen, setze ich, sichere ich mir sofort die Gewinne ab. Dann nehme ich euch gleich wieder mit. So, ich nehme euch mal mit. Er hat wieder ein neues Hoch gemacht hier vorne. Wenn er das jetzt weiter nachhaltig nach oben ausbricht, wäre das natürlich schön. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt müsste ich natürlich dann mal gucken, langsam Gewinne absichern. Also alles würde ich hier nicht mehr abgeben wollen. Aber da gucke ich jetzt mal, was jetzt passiert hier. So, da kommen wir gleich in die Break-Even-Zone. Da kommen wir in die Plus-Zone. Also da verspreche ich mir schon ein bisschen was, dass wir da jetzt diese Zone hier oben vielleicht nochmal antesten. Dass wir dann 100 Ticks vielleicht mehr rausholen als die 200, also 300 Ticks machen. Wo wäre das denn? Das wäre ungefähr hier, die Zone oberhalb. So, unter der Kerze sichere ich mir jetzt schon mal die Gewinne ab. Dass ich nicht ganz leer ausgehe. Wir sind über die 200. Da sind wir bei 300 plus. Klappe, 300 plus. Jetzt würde ich hier absichern unter der Kerze. Das ist zu früh. Muss ich warten. Hier hat noch 34 Sekunden. Die können also wieder runtergehen. Sichern mir die Gewinne ab. Zu spät. Bin ich raus. 55 plus gemacht. Ja, das kann natürlich dann auch passieren. Dann stopft er nicht aus und zieht er weiter hoch. Aber erstmal abwarten. Nein, war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Da hätten wir einen zweiten Trade gemacht. Aber irgendwie traden wir trotzdem noch Break-Even. Noch nur 10 haben wir Gewinn gemacht. Ja, war die richtige Entscheidung, daraus zu gehen. Ja, super. Dann haben wir wieder einen Trade gemacht.